Wir werden wieder on Tour gehen. Tanzen der so. Aber wir tanzen. Nein, ne? Mich doch noch vielleicht für Mr. Olympia qualifizieren möchte. Ja, seid gespannt. Wir werden noch so den einen oder anderen Joker noch ziehen. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. So. Ja, das ist so. Aber wie die da tanzen. Die Zeit so, ne? Damals. So, ja, wie die tanzen, vor allem wie er tanzt. Und eins kann ich aber auch noch sagen. Ne? Also in Dubai, da kommt so das eine oder andere Highlight. Möchte auch, genau, ich, ja. Ich darf es auch noch gar nicht verraten. So, hallo, liebe YouTube-Freunde und Fans und Zuschauer. Ich bin's, euer Steve Pantin, heute mal im Gym beim Uwe hier am Start, im Headquarter hier von Smile Rocks. Meinen guten Chef und Kumpel Uwe habe ich dabei hier. Und wir wollen heute mal über ja, die kommenden Tage oder kommenden Events wollen wir ein bisschen reden oder um die Zukunft. Denn der Steve ist nämlich gerade auch in einer heißen Phase, ja, Wettkampfvorbereitung ja, ja. gerade. Genau, genau. Auch hier ganz heiß auf Diät. Und da stehen auch in Zukunft viele Projekte an, ne? Genau, jetzt so dein aus. Wettkampf, den du jetzt hast. Und vieles, vieles mehr, das erklären wir euch jetzt Step by Step. Auch videotechnisch wird sich bei Steve genau. vieles verändern, im Positiven aber natürlich. Genau, genau, deswegen es wird wir richtig jetzt. Geiler Content für euch geballert und wir nennen die Qualität schon, mittlerweile ist es auch bei meinen Zuschauern oder auch bei Ihnen, so wir nennen das Netflix-Videos, nennen genau, wir das. Ja. Und warum wir das so nennen, das werdet ihr auch bei Steve jetzt, beziehungsweise vielleicht auch schon mit dem Video, denke ich mal, höchstwahrscheinlich sehen. Ja, erzähl mal weiter, was liegt jetzt so bei dir? Ja, genau, deswegen sitzen wir hier jetzt so, zuletzt gab es ja noch Videos einfach so vom Training, da war nichts Spektakuläres und jetzt, das ist natürlich auch jetzt nicht so spektakulär, aber demnächst werden sehr spektakuläre Videos wieder da folgen, wir werden wieder on Tour gehen, wie es auch die Leute sich immer wünschen. Ich habe jetzt wieder ja nochmal Diät gemacht, bin auch gerade in einer heißen Phase, fühle mich auch ein bisschen müde, schlapp heute. Und wir hatten auch schon erst ein paar andere Sachen vorne, aber ich habe gesagt, oh, wird schwer und dies und das. Also nicht wundern jetzt auch, wenn Steve ein bisschen langsamer redet als sonst. Er war heute beim Shooting, hat die ganze Zeit da gewartet, gemacht, getan. Ja, ja. Hat er auch am Shooting auf dem Stuhl geschlafen eben gerade. Also dann haben wir ihn nach Hause gefahren, dann hat er zu Hause nochmal gepennt, dann haben wir ihn jetzt nochmal abgeholt. Ja. Also wir geben auch immer unser Bestes, dass Steve so möglich denn seine Ruhe hat, weil es ist es zieht einfach komplett am ganzen Körper und an den ganzen Nerven. Deswegen ist Steve heute, denke ich mal, nicht so wie sonst immer heute ein bisschen. Im Moment keine Kohlenhydrate, keine Energie, heute mache ich auch mal trainingsfrei. Wir wollten erst vielleicht noch trainieren, aber ich habe jetzt 7 Tage hintereinander trainiert, bin ziemlich fleißig zurzeit. Ansonsten wollen wir euch ein Update geben. Wie gesagt, jetzt geht es demnächst, wollen wir nach Dubai zum ersten Wettkampf. Der ist eigentlich mehr oder weniger spontan entstanden. Zunächst war eigentlich der Plan vor Wochen, dass ich die Herbstsaison starten wollte, weil, wie gesagt, ich mich doch noch vielleicht für den Mr. Olympia qualifizieren möchte. Da hatte ich auf dem Plan die Prag Pro, spanische Meisterschaft, das ist M-Pro Classic, glaube ich. Die wieder in Alicante stattfindet und die Rumänien Muskelfest. Die 3 Wettkämpfe auf jeden Fall und jetzt eben noch davor das Dubai Pro. Die 4 Wettkämpfe visiere ich jetzt an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Uwe kommt wieder mit, ist immer am Start dabei mit der Kamerabesetzung hier, neue Leute. Mit der Netflix-Crew. Genau und seid gespannt. Wir werden noch so den einen oder anderen Joker noch ziehen und noch das ein oder andere schöne Training machen, denke ich mal, wenn wir da so unterwegs sind. Vielleicht auch in Dubai schon und in Spanien, hier und da, dort. Ich hoffe, dass wir mich zum Olympia kriegen, dass ich genug Punkte sammle und dass wir dann als Team eine Reise zum Olympia machen werden. Ja, das ist das Ziel. Und eins kann ich aber auch noch sagen, ne? Also in Dubai, da kommt so das eine oder andere Highlight. Darf es auch noch gar nicht verraten, aber man kann sagen, das hat was mit der Weltrangspitze zu tun auf jeden Fall. Und da wird auch sehr geiler Content kommen. Name darf ich nicht erwähnen, aber jeder auf dieser Welt, der was mit dem Bodybuilding-Sport, Fitness-Sport vielleicht auch zu tun hat, kennt ihn auf jeden Fall. Also das ist einfach der Begriff im Bodybuilding. Da wird so einiges kommen, wenn wir da sind und vor Ort sowieso dann die ganzen Videos. Ihr kennt uns, Leute. Ihr kennt die Steve-Videos, ihr wisst, was da abläuft. Da gibt es keine Grenzen in der Sport-WG dann bei uns. Ja, und genau, das aber jetzt auf qualitativem Niveau, ohne Witz. Das ist so, als wenn Netflix dann den guten Steve betreut, so im Endeffekt. Oder uns als Crew. Sowas wird euch auf jeden Fall erwarten. So, die eine oder andere Frage, denke ich mal, kommt es auch bei den Leuten auf, weil du hast ja gesagt, auch zu mir, ich habe es auch in deinen Storys mal gesehen gehabt, so jetzt erstmal Off-Season, Pause, jetzt erstmal gar nichts, so jetzt erstmal schön wieder ein bisschen reindonnern, so wie ist jetzt, wie kommt das jetzt gerade noch dazu und wie ist jetzt so ja, das Ziel für dieses Jahr erstmal, frage ich mal so. Naja, wie gesagt, ich hatte ja dann nach der Saison, die war jetzt nicht so zufriedenstellend, die Wettkämpfe war jetzt, auch die Form war auch nicht so, mal von den Platzierungen, das ist ja immer so,
was ich nicht beeinflussen kann, aber die Form war halt immer so, wir reden vom gestreiften Arsch, weißt du selbst. Der war nicht vorhanden und so muss man auch sich selbst eingestehen, dass man da nicht 100% abgeliefert hat. Ja, dementsprechend eben die Punkte und die Qualifikation noch nicht vorhanden ist. Da hatte ich dann erst schon so ein bisschen gesagt, ach, das war es jetzt dieses Jahr für mich, das soll nicht sein. Aber wie gesagt, jetzt durch diese Möglichkeit mit diesen ganzen Wettkämpfen habe ich mir gedacht, machst du eine kleine Off-Season, legst nochmal ein und erholst dich kurz und dann gehst du mal mit neuem Wind und frischem Wind und mit neuer Energie in die Diät nochmal rein und willst du mal einiges, vielleicht jetzt mal hier und da an der Drehschraube ein bisschen anders drehen vielleicht. Ja, okay. Probieren da nochmal anders vorzugehen. Bei mir ist es halt immer, wie gesagt, kurz vorm Wettkampf halt da, dass ich da ein bisschen gucken muss, wie was. Okay, das heißt jetzt schon sozusagen für den nächsten Wettkampf hast du eventuell so die eine oder andere Idee, die du anders machen andere willst? Taktik habe ich da schon ein bisschen. Ja, genau, so ein bisschen andere Taktik. Okay, sehr gut, ja. Weil man muss ja sagen, die Streifen waren ja noch, war das letztes Jahr? Das war letztes Jahr waren sie ja da. War da, genau, ja. Und so schnell dürfen die auch nicht wieder. Ja, man weiß nicht, ob es am Alter, denn erkundigt oder spricht man auch mit Fachleuten, dann ob es am Alter liegt, dann der nächste Tipp und Rat war dann jetzt mit dem Wegfrieren, weglasern lassen am Arsch, das Fettpolster, irgendwie sowas. Aber ich habe mir so gedacht, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie mit Operationen um die Ecke kommt. Ich will. Du willst auf dem natürlichen Weg. Auf eigene, also per eigene Kraft. Da muss auch eine Lücke, gibt es noch. Das also man, ich will sozusagen mir den Arsch aufreißen, was im Sinne des Wortes, lieber, als irgendwie mich unter das Messer zu legen. Ja, sag mal so, klar, weißt du? Verstehe ich voll und ganz. Und da, wie gesagt, ein bisschen Fleiß, einfach fleißig sein. Jetzt bin ich sehr fleißig, trainiere jeden Tag eine Stunde Cardio morgens, mache dann am Tag nochmal mein Handeltraining. Trainiere meine Schwachpunkte, Arsch und Rücken zweimal die Woche und das habe ich so geändert. So. So, weil du fragtest ja so, was noch mal anders. Das wären so die Änderungen und was so genau im Detail will man ja jetzt auch nicht verraten, sonst macht es einer nachher noch nach und wird auch davon profitieren. Und dann hat er plötzlich auch nicht, Streifen am Arsch. Will man ja auch nicht verraten, seine Tipps. Genau. Aber ja, wie gesagt, ein paar Sachen habe ich ja schon vor und okay. Ich hoffe, das wird Früchte tragen. Ansonsten werde ich es aufs Alter schieben. Werde ich sagen, ich bin 40, ein alter Mann und das müsst ihr akzeptieren. Ja. So, bevor das Video jetzt hier weitergeht, möchte ich euch ein Produkt ans Herz legen und vorstellen. Und zwar ist das Carbo Full, ist neu jetzt hier bei uns im Sortiment. Das sind 100% Kohlenhydrate. Das sind nicht irgendwelche Kohlenhydrate, das ist ein Cluster Dextrin. Das hat den Vorteil, dass es von der Magen-Darm-Passage richtig vorteilhaft gut aufgenommen wird. Leicht resorbierbar, leicht verdaulich. Super einfache Kohlenhydrate, die jetzt vor dem Training, während dem Training und nach dem Training super schnell ins Blut gehen und wie gesagt den Magen nicht belasten und ein perfektes Supplement ist für einen Sportler oder für einen Menschen, der einfach viel auf sich hält. Und mit dem Code Masse bekommt ihr immer den bestmöglichen Rabatt, solange der Vorrat reicht. Einfach oben in der Videobeschreibung reinschauen. Und von mir bekommt ihr natürlich auch eine Empfehlung. Und zwar haben wir unser neues Clear Isolat mit den neuen Geschmäckern. Lemon Eistee und Peach Eistee. Schmeckt wie damals vom Aldi, wenn ihr vom Fernseher sitzt, genauso flüssig. Sogar noch leckerer, ohne Fett, ohne Zucker und 21 Gramm Eiweiß pro Portion. Und von Steve auch immer ein Tipp, habe ich mir auch abgeguckt, muss ich gestehen. Schön Eiswürfel in den Steel Shaker, dann den Steel Shaker aus dem Kühlschrank oder Gefrierfach. Und dann kannst du ein richtig geiles, eiskaltes Eiweißgetränk genießen. Natürlich auch alle Infos dazu mit dem Code Masse, immer den bestmöglichen Rabatt. Wie ist bei dir jetzt so der Blick auf die Bodybuilding-Szene? Du siehst ja, es passiert viel, Social Media technisch gesehen aber auch. Und es kommen auch viele neue Leute dazu. So wie siehst du das Ganze? Oder auch konkurrenztechnisch gesehen, was spielt sich da bei dir so im Kopf alles ab, was die Entwicklung vom Bodybuilding allgemein jetzt so gerade betrifft? Ja, vom Bodybuilding geht es natürlich bergauf immer mehr und ich als alter Hase sehe, dass halt die Jungen immer nachrutschen oder ein paar. Oder eigentlich so wenig, oder auf eine Art wenig gute neue Talente. Wenn dann da schon einer rausstößt, dann fällt das gleich auf. So. Jetzt vor kurzem war aus Deutschland Sicht hier der Enrico Hoffmann sehr gutes Debüt gegeben bei der Open-Klasse. Dann hier dieser sehr ästhetische Athlet, der Andrew Jack, der hat auch ganz schön abgeliefert. Das waren so Ausnahmeathleten, die so ein bisschen so jetzt in den Vorschein geschienen sind. Ansonsten denke ich mal, so was die Olympia-Geschichte so vorne, wird sich da nicht viel dieses Jahr, wird der Kampf um die Krone wieder an die gleichen Leute wie letztes Jahr gehen, denke ich mal. So. Das ist so ein Hardy Chopin, so ein Bikrami, so ein
William Bonack Brandon Curry. Mhm. Bei mir in der Klasse, ja, da steht es ja offen, weil der amtierende Mr. Olympia in der 212-Klasse möchte jetzt bei der offenen mitmachen. Ah, okay. Also steht da das Ding offen. Aber das ist ja für mich, sag ich mal so, wäre das jetzt gar keine Option, weil ich gar nicht mich da sehe. Für mich ist einfach jetzt wichtig, die nächsten Meisterschaften gut abzuschneiden, da die Punkte zu sammeln. Oder vielleicht auch mal, ein Traum wäre es natürlich mal eine Meisterschaft, eine kleine Meisterschaft, ob es eine Prag Pro oder eine Dubai-Show zu gewinnen. Das muss man halt mal am Tag der Meisterschaft sehen, wer da so mitwacht. Wenn man mal Glück hat, dann sind nur Schlechte dabei, dann kann ich auch mal gewinnen. Also für dich ist das schon ein Gewinn, wenn du bei der Miss Olympia mitmachen darfst. Genau, wenn ich das dritte Mal dabei bin, wäre es eine super Sache für mich. Einfach, wie gesagt, wieder dabei sein. Ich bin so realistisch, bin 40 Jahre alt, bin realistisch, dass ich da jetzt nicht denke, ich kann da nochmal irgendwie mit 40 irgendwie auf einmal irgendwie ein Ei rausholen. Wer gibt es jemanden, der im späteren Alter immer noch Mr. Olympia gewonnen hat? Kennst du da jemanden so? 40 plus da irgendwie? Ja, Dexter Jackson war noch ganz gut damals im Alter, aber sonst... Hast du manchmal im Alter von 40 haben die eigentlich alle nachgelassen so. Ja. Mein Ziel, dass man da noch... Hast du insgeheim im Herzen trotzdem noch so, aber Dexter Jackson, okay, vielleicht doch irgendwie mal so? Nee, oder ist bei dir echt Teilnahme, das macht mich glücklich, das ist schon... Ja, ich denke so, wie ich jetzt auch also ich gehe von der Ausgangslage, wie jetzt die Position ist, wie ich jetzt stehe. Mhm. Wenn ich jetzt so die Saison, wenn man so sieht, wie es jetzt alles schon war, mit der Konstellation an Muskulatur, die jetzt noch vorhanden ist und so, da wäre eine Teilnahme. Und wenn ich dann einfach wieder, wenn ich es mal schaffe, mich zu platzieren unter den Top 15, wäre es schon gut, dann wäre es schon Erfolg. Ansonsten müsste ich, schätze ich so ein, müsste ich mal eine Pause haben. So wie du auch mal mir empfohlen hast, mal ein Jahr Pause und dann mal frisch mit frischem Wind nochmal neu angreifen. Dann würde ich sagen, vielleicht hätte ich nochmal andere Chancen. Das kam sogar von mir, das müssen wir ganz kurz erwähnen. Ich als Sponsor habe auch gesagt, so beim letzten Wettkampf, wir haben auch viel in der Fahrt gesprochen und Steve, machen wir schon einmal Offseason so richtig nochmal Gewichte stärken. So mit frischem Wind. Aber ja, da würde man dann wahrscheinlich danach sehen können, ob das Alter einen Grenzen setzt oder mir schon die Grenzen setzt. Weil manche, wie gesagt, mit 40... So ein Markus Rühl, so ein Matthias Botthoff, so ein paar andere Athleten sind dann ja ab 40, haben sie sich gesagt, das kannst machen, was du willst. Das Alter nimmt dir, oder Ronny Rockel, das nimmt dir die Möglichkeiten. Also du kannst die Dinge tun, die du mit 20 getan hast, die werden nicht mehr so funktionieren. Ich verstehe. Das ist das Ding so. Oder ich meine, beim Bodybuilding geht es ja noch, beim Fußball ist ja noch früher oder bei anderen Sportarten. Ja. Es gibt, obwohl im MMA-Bereich gerade, der ist 43. Ja, da geht es ja noch, oder beim Boxen auch. Ja, eigentlich nicht so, aber das ist schon krass, auch krasse körperliche Genetik und so weiter. Der ist jetzt von der UFC nach Bellator gewechselt und so weiter. Das ist eine ganz andere Story gerade und hat da wieder seinen Kampf gewonnen. Der steigt da gerade voll auf mit 43. Ja, oder, so, wow. Oder beim Boxen ja auch. Evander Holyfield fehlt noch. Und Floyd Mayweather, der boxt auch, die 20-Jährigen kaputt. Genau, da war es ja noch ein bisschen anders. Aber, Bodybuilding ist halt irgendwann, und jeder Körper individuell ist anders. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin auch kein Schwarzer, ich bin nur untenrum wie ein Schwarzer. Manchmal denken die, aber obenrum immer noch weiß. Im Herzen weiß. Oder wie man es nennt, so wie auch immer. Okay, das heißt dann auch für dich, sagst du dir selber so, okay, jetzt nur noch die letzten Male, dann ist das Bodybuilding für mich vorbei? Oder wie ist da jetzt so, du bist ja so ein Realist auch, auch was deine Form betrifft und natürlich, so weiter. Ja. Sagst du dir jetzt so, ja, bald ist halt auch zu Ende mit dem ganzen Spaß. Also wie kann ich, oder auch für die Zuschauer da draußen? Nee, glaub ich nicht. Also ich muss sagen, gut, ich hatte jetzt auch wieder in der Vorbereitung kleine Verletzungen gehabt wieder. Das, was ich merke, so im Alter, was natürlich der Körper schneller mal so hier und da zickt was. Was war das für eine Verletzung? Nur so ein kleinen Faserriss hier in der Brust oder ein kleinen Faserriss im Blatt. Ja, du bist dann anfälliger, schneller passiert mal was, zickt mal was oder so, das passiert schon. Du musst halt vorsichtiger trainieren. Aber sonst muss ich sagen, bin ich ja noch so fit, ich kann Übungen machen, habe keine Rücken. Wenn ich andere mit meinem Alter mal sehe, die haben dann irgendwie, müssen Schulter-OP, haben sie die Schulter hier, Bizepssehne oder haben Abrisse an der Brust oder Trizepsabriss oder Gelenke, oder Knie, kann ich keine Kniebeuge mehr machen und sowas. Oder mit dem Rücken irgendwas, da bin ich noch gut. Also gesehen. Gelenke auch bei dir, knietechnisch, super, Rücken, Schulter, da hast du... Okay, ich keine Sachen, gut. Keine Verschleißerscheinungen. Das verspielt dann noch mehr Wert. Also ich habe keine Sachen, wo ich jetzt sagen könnte, in 5 Jahren ist es Schulter hinüber oder ist das Knie kaputt. So, da hat man jetzt auch zum Beispiel gesehen, was manchmal von 0 auf 100 hier bei dem Schwarzwald schon da das Kniescheibe rausgehen kann. Und wie alt ist der? Der war noch jung, aber das waren halt Gewichte, die ich niemals... An der Presse sogar, ne? Habe ich gesehen. Genau, 270 Kilo, das...
Ich würde mir mal 170 halt nehmen. Ich nehme dann, weiß ich nicht, lieber 70 Kilo als Arbeitssatz und mache dann halt, wie gesagt, Fabio, mir geht es ja halt nicht um Kraft, sondern um Bodybuilding, um Muskelgefühl. Und das werde ich auch so weiter beibehalten. Und ich denke mal so, ich schätze mich so ein, jetzt mit 40. Frag mich das nochmal, wenn ich 45 bin, in 5 Jahren, dann kannst du, dann gebe ich dir eine Antwort. Aber die nächsten 5 Jahre sehe ich mich noch auf der Bühne auf jeden Fall. Ah, krass. Ja. Also das erzählt er mir aber auch gerade zum ersten Mal. 5 Jahre noch, finde ich stark. Mhm. Denn Smilodogs geht auch einen neuen Schritt, beziehungsweise macht sich da den Weg größer, was das ganze Bodybuilding-Thema betrifft. Also da werden wir auch vieles verändern. Viele neue Athleten werden dazukommen. Hatte ich auch schon zu Anfang angeschnitten. Auch content-technisch wird sehr viel passieren. Und ihr werdet einfach noch viel mehr Smilodogs in der Bodybuilding-Szene sehen, wo ihr denkt, wie ist Smilodogs da hingekommen? Ich würde es am liebsten euch jetzt schon sagen, darf ich aber noch nicht, aber es sind schon sehr viele Dinge sicher und deswegen könnt ihr euch auf sehr, sehr vieles freuen. Content-technisch gesehen, Athleten-technisch gesehen, Supplements-technisch auch sowieso und es wird einfach viel passieren. Und deswegen ist es umso geiler noch, denn wirst du das in den nächsten 5 Jahren sogar noch miterleben, mit dabei sein und das sogar noch als aktiver Athlet. Freue ich mich drauf. Aber das hat er mir noch gar nicht. Ich dachte so, jetzt sagst du 2 Jahre so. Ja, 5 Jahre wäre geil. Man weiß ja nie, aber ich sag mal so, ich schätze mich so, ich denke schon, das ist im Bereich des Machbaren. Also ich bin, noch habe ich nichts, sehe ich nichts. Also erst, wenn dann was, dann muss auch was Schlagartiges kommen, was mir einer über den Fuß fährt und der Fuß ab ist oder weiß nicht. Oder weiß nicht. Eine Sache kann ich aber verraten. In Dubai, da werde ich ja werden wir dabei sein, Wettkampf, einer der Top-Athleten werden wir auch, da wird viel passieren, also kann ich nichts zu sagen. Dann bist du ja in Prag, richtig? Ja, das Wochenende drauf. Da kann ich leider nicht dabei sein, ja, liegt aber daran, weil wir die Dennis James Classics sponsoren. Mhm. Wir sind da einer der großen Sponsoren. Da werden wir vor Ort sein. Und da werden wir auch den einen oder anderen neuen großen Athleten auch verkünden, den wir dann unter Vertrag haben. Mhm. Das ist so eine ganz kleine Sache, die ich verraten kann. Also wirklich ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Genau. Aber ihr könnt euch auf ganz viel Bodybuilding allgemein auch freuen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, da wäre ich schon gerne dabei gewesen. So. Schade, dass man sich nicht zweiteilen kann, aber... Genau. Aber dafür bist du ja in den zukünftigen Wochen, Monaten und Jahren dabei und du wirst das alles miterleben. Genau. Das kann ich dir versprechen. Da freue ich mich, wie gesagt, schon. Ich freue mich auf die Pläne, auf die Zukunft. Mit dir, mit euch, mit Smilodogs, mit Neosubs. Du hast auch gerade angesprochen, mit meinen Produkten. Produkte sind jetzt bin jetzt ein Jahr bei euch. Wir haben letztes Mal ein Resümee gezogen, so über das letzte Jahr jetzt. Und ich muss auch sagen, auch mein Resümee als Athlet, der auch die Produkte nutzt oder die Klamotten halt trägt, hier schön Anzug habe ich heute an, wieder habe ich letztens gerade gefragt, wurde ich gefragt, warum, was ist das für eine Hose, geil und so. Oder mit den Produkten, wie gesagt, wo ich hinaus wollte, hat sich auch viel getan mit dem Clear-Isolat, mit den Basics, die dazugekommen sind, das Creapur als Kreatin, Glutamin, das Carbofol, das sind alles so Sachen, die jetzt auf die, ich sag mal so, in die Bodybuilding-Schiene wirklich reinpassen oder in die Hardcore, teilweise auch Hardcore-Geschichte. Die eben auch, aber auch eben, wie gesagt, was für Hardcore-Leute gut ist, ist ja erst recht für normale Verbraucher auch genauso so gut zu nutzen. Also das ist immer das, was ich meinte so. Und da sind wir echt auf dem Vormarsch, da kommen ja auch noch so einige Sachen jetzt so, neue noch Produkte auf uns zu und da freue ich mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und auf die, auf die Releases oder wie das halt heißt. Ganz groß in Zukunft, wirklich, kann ich euch versprechen. Ich denke, da haben wir erstmal alle Pläne gesprochen. Ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn das klappt mit der Olympia, mit der Quali und wir alle Mann dann unser Produktentwickler Stefan, liebe Grüße an dieser Stelle. Der will dabei sein. Der drückt mir die Daumen schon ganz kräftig und so und ich gebe nur mein Bestes, dass wir da alle Mann uns beim Olympia dann nach Las Vegas bewegen können und da eine geile Zeit haben. Ein paar Sachen noch. Sightseeing-Tours, dies, das, jedes Mal ein bisschen was. Da kann ich auch wirklich noch vom Herzen sagen, so, was Steve sein Content betrifft auf YouTube, es wird sich komplett drehen und wenden und eine komplett geile, positive, ihr werdet es lieben. Ihr werdet es wirklich lieben. Ja. Genau, also da bin ich gespannt drauf und da bin ich dir dankbar. Ja, danke dir. Und wie gesagt, bleibt dran, guckt auch beim Uwe vorbei.
Da ist, wie gesagt, tut sich auch einiges. Hat sich jetzt schon in den letzten Videos schon Wir haben geile Typen dazu bekommen. Hier Felix Sturm, alte Oldschool-Boxer. Oh ja, genau. Da kommt noch. Genau, Aizpai habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Aber wir haben wirklich tolle Profisportler. Genau, Abus, richtige gute. Auch aus der UFC gerade, der den 8-Sekunden-K.O. gestartet hat in der UFC. Genau, wir haben viele neue tolle Athleten. Besucht auch einfach SmileDogs auf Instagram oder auf unserer Website. Da könnt ihr das alles nachlesen und nachgucken auf Instagram. Viele neue tolle Menschen und Athleten dazugekommen. Genau, genau. Ja, und wie gesagt, darum bin ich stolz, dazu im Team zu gehören. Und ihr könnt uns weiterhin unterstützen, ob es der Uwe ist, ob es ich bin, ob es die anderen Athleten sind. Wie gesagt, bei Neosubs oder bei SmileRocks, hier bei meinem Code halt mit Masse, Code Masse, bei Uwe mit dem Code Flying. Und wir freuen uns auf jeden Fall über eure Unterstützung. Und vielen Dank an diese Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.